weil ich habe hier ziemlich weh getan. Okay, das könntest du nicht bewegen. Okay, okay. Herr Luisa, ich würde sagen, nehmen wir ihn am besten gleich mit. Mhm. Gehen wir nach Komm hinten. Das? Ja. Ich suche meinen Bruder Thomas. Müsste hier sein. Thomas? Wie siehst denn du aus? Bist du jetzt wegen dem Geld gekommen, oder was? Ich mach das nächste Woche oder so. Nein, Quatsch, auf gar keinen Fall. Ich hab versucht, dich auf dem Handy zu erreichen. Und da ging eine fremde Stimme dran, eine Kollegin oder so von dir. Und sie meinte, dass du einen Unfall hattest und auf dem Weg in die Klinik bist. Und da habe ich mir natürlich große Sorgen gemacht und bin direkt hier hingefahren. Ach so, ja, ich habe mir am Handgelenk wehgetan, also... Wollen Sie einfach mitkommen? Darf sie mitkommen? Ich würde sagen... Gerne, natürlich. Also noch mal ganz kurz für mich, Sie sind miteinander verwandt? Ja, ich bin seine große Schwester. Ah, okay, dann kommen Sie am besten gleich mal mit. Im ersten Moment würde man das vielleicht für einen schlechten Witz halten, steht ein Clown in der Notaufnahme. Aber das ist gerade hier am Standort Köln keine Seltenheit. Nicht nur zu den Karnevalsjahreszeiten, sondern auch zwischendurch ist man in der Notaufnahme eigentlich alles gewöhnt. So ist auch so ein Clownskostüm eigentlich mittlerweile fast schon Usus. Aber nicht nur das Handgelenk sollte mir im späteren Verlauf Sorgen bereiten, sondern da steckt noch relativ viel unter seiner ganzen Maskerade. Ich bin bei einer Werbeagentur der Chef und da muss man natürlich den jungen Kunden mal zeigen, dass man auch mal ein bisschen was einstecken muss. Back to the roots. Genau, habe ich mich mal in die Klamotten geworfen und dann dummerweise verletzt. Hm. Okay. Und Sie sind nicht verkleidet, aber Sie haben auch einen Aufzug an. Sie sind aber nicht in der Werbeagentur, da verstehe ich das jetzt. Nein, ich komme von der Arbeit. Ich bin Bäckerin. Arbeite im Betrieb meiner Eltern und als ich das jetzt gehört habe, bin ich natürlich direkt hierhin. Okay, super. Dann schauen wir das Ganze mal an. Draufgestürzt sind Sie und seitdem lässt es sich kaum noch bewegen, haben Sie gesagt, ne? Oh, ich kann es kaum dann geben Sie mir den mal. Jetzt ist es so, wenn wir so machen, dann kommen da wahrscheinlich leichtere Schmerzen. Genauso auch, wenn wir in die Flexion reingehen. Gut, es ist möglich, aber wenn Sie selber versuchen, das mal auch die Hand ausstrecken, dann zieht es schon, ne? Zieht richtig, ja, ja. Okay. Ja, ich sag Ihnen mal so, das Problem ist, ich habe zwar eine Brille auf, aber ganz ehrlich, eine Röntgenbrille ist das nicht. Das müssen wir auf jeden Fall radiologisch abgleichen, dass wir hier in den Zeitrahmen bleiben. Wenn das jetzt noch weiter anschwillt und wir hier tatsächlich eine Fraktur vorliegen haben, dass wir möglichst schnell operieren können. Ah. Thomas, in dem Outfit, also, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Julia, also, ganz ehrlich, es ist momentan auch nicht einfach auf dem Arbeitsmarkt. Ich nehme da schon auch dann die Angebote, die man nehmen muss, okay. Also die man bekommt. Ja. Und haben Sie gehofft, dass Sie dann durch das Outfit den Partner da überzeugen können, dass er dann bei Ihnen diesen Werbedeal da macht? Oder wie? Haben Sie es quasi zur Chefsache gemacht? So muss es sein. Der Wöllner hat uns dann zum Glück erstmal erklärt, weshalb er ein Clownskostüm trägt. Ich fand das sehr plausibel, was er da erklärt hat. Denn er sagte, er hat eine Werbeagentur und möchte nicht, dass nur seine Mitarbeiter da die Jobs annehmen, sondern dass er ab und zu auch ganz gerne selber noch mal was macht. Einfach um den Mitarbeitern auch zu zeigen, hey, der Chef macht auch die Dinge ab und zu noch selber. Finde ich toll von ihm, dass er da so verfährt. Nur die Schwester von unserem Patienten war etwas skeptischer. Ich kenne meinen Bruder jetzt schon 25 Jahre, also irgendwas stimmt da nicht. Das kann nicht sein. Meinen Sie das im Ernst? Ja, also irgendwas verheimlicht er da doch. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf das Handgelenk. Ich nehme Sie mal mit, ich zeige Ihnen, wo Sie warten können. Ja. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es sich so zugetragen hat. Aber Julias Gefühl trügt nicht. Ihr Bruder hat tatsächlich ein sehr bewegendes Geheimnis. Mensch, Herr Wöller, da habe ich aber gute Nachrichten. Gebrochen ist nichts. Dann können Sie einmal umsteigen. Oh. Was war das jetzt? War das wegen der Hand, oder? Hey, irgendwie auf einmal ein bisschen Übelkeit, oder? Okay. Schmerzen habe ich auch schon den ganzen Tag, aber dass das irgendwie... Ja, mit dem, also der Kollege, mit dem ich gerade telefoniert habe aus der Radiologie, der sagte auch, dass Sie eigentlich gar nicht so einen guten Eindruck machen, ob mir es nicht aufgefallen sei. Ich habe gedacht, naja, ich dachte, das liegt an der Nervosität. Legen Sie mich am besten hinlegen. Dürfen wir Sie mal demaskieren? Dürfen wir es abnehmen? Ist das okay? Das ist kein Problem. Ja, also schau mal, Luisa, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir nehmen jetzt erstmal die Temperatur. Mhm. Wenn ich jetzt hier einfach mal so drüber fasse, der glüht halt schon ein bisschen, ne? Also ich meine, das ist jetzt ohne ganzen Schminke ein bisschen schwierig zu erkennen. Wir nehmen alles ab. Aber so können wir sie ja nicht gehen lassen, auch wenn das mit dem Handgelenk eigentlich ganz gut aussieht. Ja, es ist erhöht. Ja. Mhm, deutlich. Unserem Patienten ging es ja dann deutlich schlechter, weshalb der Frederik sich dazu entschieden hat, dass wir den Patienten einmal abschminken. Und das war sehr, sehr wichtig, denn Schminke kann viel verdecken. Generell, wenn etwas auf der Haut drauf ist, sind das eigentlich eventuell Hinweise, die darunter liegen, die für uns sehr wichtig sind. Irgendwie, das gefällt mir gar nicht so, Herr Wöllner, muss ich aber ganz ehrlich sagen, was ich da sehe. Temperatur war ja auch erhöht. Mhm.
Ach du je, Mini, das hat man alles gar nicht beurteilen können. Von der, da war ja überall Schminke drüber. Ja, das sieht man auch. Und seit wann, sagen Sie, diese kleinen Fleckchen haben Sie? Drei Tage erst, also nicht lange. Okay, machen Sie mal bitte den Mund auf, das wäre super nett. Naja, Luisa, wir haben hinten, haben wir ja schon, wenn man sehen kann, Himbeerrot. Das beginnt da langsam an den Seiten. Hinten die Mandeln sind belegt mit kleinen Inseln. Sagen Sie mal, Herr Wöllner, wann hatten Sie das letzte Mal? Haben Sie Kinder? Nee, ich habe gar keinen Kontakt zu Kindern. Okay, also auch nicht irgendwie beruflich Kontakt zu Kindern in der Agentur, nein, wo Sie gesagt haben? Absolut nicht. Wir müssen ja einmal einen Zugang machen, mit dem Blut abnehmen und dann würde ich ganz gerne noch einen Schnelltest machen. Mhm. Herr Wöllner, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich meine, das würde zu Ihrem Aufzug passen, aber dass Sie wirklich an einer Kinderkrankheit erkrankt sind. Das kann gar nicht sein. Ja, kann nicht sein, aber Scharlach ist Ihnen ein Begriff, haben Sie das gehabt als Kind? Sie haben gesagt, Sie sind die ältere Schwester, ne? Ja, genau. Können Sie sich erinnern, in der Kindheit hat er das schon mal gehabt? Ich meine, man kann sich auch zweimal infizieren, aber... Nein, nicht, aber das kommt mir alles gerade sehr komisch vor. Ich meine, Scharlach, Sie sagten es gerade, das ist doch eine Kinderkrankheit. Also, Thomas, ich merke doch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Du flunkerst uns doch hier was vor, ich bin deine Schwester, ich merke das doch. Du kannst doch jetzt hier nicht den Arzt anlügen, was ist denn da los? Irgendwas stimmt hier nicht. Boah, Julia, ganz ehrlich, du musst immer nachhaken. Ich habe dir schon ganz oft jetzt gesagt, das ist mir einfach, mir geht's auch dreckig. Du fragst mich die ganze Zeit dasselbe. Natürlich, ich hab doch gesagt bei der Arbeit. Dann hör doch mal einfach auf das, was ich sage und fertig. Und ich habe keine Kinder in meiner Umgebung. Mittlerweile, muss ich aber sagen, habe ich der Schwester immer mehr geglaubt, dass in dieser ganzen Geschichte irgendwas faul war. Zudem wurde das Ganze auch noch unterstützt durch den ganzen Aufzug, den Herr Wöllner anhatte. Denn das passte eher zu meiner Vermutung. Als Erwachsener bei einer Infektion ist damit überhaupt nicht zu spaßen. Oh Gott, okay. Das ist nämlich so, das kann dann nämlich ganz anders sein. Ein Kinderkörper verkraftet es ganz anders als ein Erwachsenerkörper. Und da kann es bis hin zu wirklich dann Erkrankungen gehen, die sogar das Herz belasten zum Beispiel, wenn das Ganze unbehandelt wird. Das heißt, lieber jetzt die Diagnose stellen. Falls irgendwas zu klären gibt, dann können wir das gerne danach machen oder besonders Sie beide. Aber primär wollen wir jetzt erstmal die Diagnose festigen. Dazu nimmt Schwester Luisa mit einem Stäbchen einen Abstrich aus Thomas' Rachenraum. Ein Schnelltest bringt in kurzer Zeit das Ergebnis. Und dies wird zusammen mit einem weiteren Zwischenfall den 25-Jährigen dazu zwingen, den wahren Grund für seine Maskerade einzugestehen. Herr Wöllner, ich will es kurz und knapp machen. Sie haben tatsächlich Scharlach. Man muss ehrlich sagen, das sind die Symptome eigentlich, die wir da sehen. Nur bleibt sich jetzt die Frage, wo haben Sie es denn her? Wo haben Sie es denn geholt? Weil an sich muss man schon mal ein bisschen aufpassen. Das ist ja dann auch meldepflichtig zum Beispiel, wenn das in einem Bereich mit Kindern passiert. Also wie gesagt, ich habe keinen Kontakt mit Kindern gehabt. Also ganz ehrlich, ich möchte auch langsam nach Hause. Ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt die ganze Zeit hier rumzuliegen. Also mit nach Hause, ja, so einfach ist das nicht. Herr Wöllner hat es immer noch abgestritten, Kontakt oder nachhaltigen Kontakt zu Kindern zu haben, was schon sehr, sehr ungewöhnlich für den Krankheitsverlauf ist. Zudem kam sein ziemlich komisches Outfit, was er auch nicht so richtig plausibel erklären konnte. Und wenn ich mich mal so richtig daran erinnere, ganz am Anfang wurde auch von einer gewissen Geldnot gesprochen, beziehungsweise eine Geldforderung. Ich weiß nicht, ob das alles zusammenhängt, aber dieses ganze Konstrukt, was Herr Wöllner hier erzählt hatte, das konnte jetzt mittlerweile so nicht mehr alles passen. Generell gilt für Sie auch jetzt erstmal Quarantäne und das heißt auch für Sie möglichst wenig Kontakt, keine Hände schütteln, Arbeit ist auch nicht dran zu denken. Sie sind jetzt ein bisschen isoliert in der nächsten Zeit. Stopp, am besten mal jetzt nicht reinkommen. Nee. Ich frag mal, wer das ist. Ja. Kennen Sie sie vielleicht, Frau Wöllner? Ich gehe mal gucken. Na, die Haus ist mein Name. Ach, eine Mitarbeiterin von... Ja, die Kollegin vom Herrn... Dann haben wir doch telefoniert. Ja, genau. Ich bin die Kollegin von ihm und ich wollte das Handy ihm geben. Das lag auf dem Schulhof, weil einer meiner Schüler ist ja in ihn reingerannt und dabei ist es ihm bestimmt aus der Hosentasche gefallen. Und ich muss jetzt auch, wir haben ja Schulfest, ja, und ich muss jetzt auch wieder los, ja? Okay, ja? Sagen Sie ihm liebe Grüße. Ja. Tschüss, Thomas. Nett, tschüss, alles Gute. Ja? Okay, sagen Sie liebe Grüße, ich muss, gell? Tschüss. Tschüss, danke. Das ist nicht so, ne? Habe ich den Eindruck gehabt. Also, Thomas, das war jetzt gerade eine Kollegin von dir und sie hat was von Schulhof und einem Schüler gesprochen, der in dich reingerannt ist und dass es ihr unheimlich leid tut. Also, jetzt sag doch bitte, was ist los? Wo warst du? Was hast du gemacht? Also jetzt wirklich, es wäre wirklich gut, wenn Sie Wahrheit sagen, wenn da irgendwas hintersteckt, weil wenn da doch eventuell Kinder sind, die man anrufen konnte, kontaktieren könnte, die Eltern, dass da eine Infektion ist, dann wäre das schon wichtig zu wissen, weil eventuell sind dann diverse Kinder jetzt infiziert. Ne?
Ja, also, Julia, ich habe das total vermasselt mit der Werbeagentur. Es ist alles in die Hose gegangen. Ja, und jetzt habe ich Schulden bei der Bank und ich wollte euch das nicht erzählen, weil Mama und Papa, die haben ja mit der ganzen Bäckerei da, ich sollte eigentlich einsteigen und jetzt hast du das bekommen und ich will einfach nicht, dass die so schlecht über mich denken. Ach Quatsch, keiner denkt schlecht über dich. Wir sind doch eine Familie, wir halten doch zusammen. Ja, aber ganz ehrlich, du hast mir jetzt auch die ganze Zeit Druck gemacht mit diesem Geld und noch nicht mal 200 Euro kann ich stemmen. Ich bin Hausmeister mittlerweile geworden. Um was für einen Geldbetrag handelt es sich da? Weil jetzt mittlerweile interessiert es mich ja schon irgendwo privat. Also wir wollten so jeder 150 bis 200 Euro geben, weil unsere Eltern haben 20-jährigen Hochzeitstag und da wollten wir schon etwas Größeres schenken. Ah, wir wollten ihnen ein Wellness-Wochenende schenken. Und da hat es ein bisschen gehapert beim Kleingeld wahrscheinlich, ne? Ich esse mittlerweile nur noch Brot und ein bisschen Gemüse. Obwohl der Job als Hausmeister für den 25-Jährigen mehr eine Notlösung ist, will Thomas seine Arbeit gut machen. Um den Kindern seiner Schule eine Freude zu bereiten, hatte sich der junge Mann für das Schulfest als Clown verkleidet. Da ist ein Kind in mich reingerannt und hat mir meine Hand so ein bisschen verknackst. Und ja, aber das mit dem Scharlach ist jetzt auch schon 2 Tage alt. Das würde auch zum Stadium der Symptome ganz gut so passen. Trotzdem müssen wir da auf jeden Fall eine Meldung machen. Das können Sie sich überall geholt haben. Mir tat der Herr Böllner wirklich leid, denn ja, wenn man so eine harte Zeit hat, gerade in so einer Branche arbeitet, dann es einfach nicht gut läuft mit der Firma und vielleicht auch sieht, dass die Schwester da durchstartet in der Bäckerei. Das ist sicherlich nicht einfach und ich glaube, er hat sich in diesem Moment auch einfach geschämt und wollte deshalb einfach nicht mit der Wahrheit rausrücken. Wir werden das jetzt sehr aktiv einmal symptombezogen behandeln. Das heißt, wir werden hier mit Entzündungshemmern arbeiten. Wir versuchen das Fieber, was kommen wird, ein bisschen zu senken, weil sonst wird auch sehr unangenehm. Aber wichtig ist die Antibiose. Ja, ein Bakterium lässt sich am besten immer mit einem Antibiotikum bekämpfen. Aber, Herr Böllner, Sie hätten am besten gleich ehrlich sein müssen. Ja, Sie haben das ja schon vorher gemerkt, dass das Schlucken wahrscheinlich wehtut. Ja. Ja, da hätte ich vielleicht ehrlich sein müssen. Jetzt vor allem auch, wo Menschen bedroht sind. Das war mir nicht bewusst. Die Antibiotika-Behandlung schlug bei Thomas schnell an und der junge Mann war eine Woche später wieder gesund. Julia hat ihrem Bruder einen Job in ihrer Bäckerei angeboten. Inzwischen ist der 25-Jährige ein unersetzlicher Teil des Familienunternehmens.